Willkommen zurück, ich bin Sunny Miri von fettspielen.de und ich spiele heute My Sunny Resort. Und hier werde ich begrüßt, dass ich zurück bin. Ja, wir werden jetzt erstmal zwei Booster öffnen und zwar nehmen wir da einfach die ersten vier Karten. Und das hat uns jetzt nicht so viel gebracht, oder? Hat das uns was gebracht? Nein. Vertrag abgelaufen, den wollen wir verlängern. Ja, für 5 Muscheln wollen wir den kaufen. Ja, das wollen wir wirklich. Angebot, Kühlschrank, Neo, Klassik. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen jetzt kein Angebot wahrnehmen. Aber wir können auch den zweiten Gratis-Booster öffnen. Da gucken wir doch mal. Bronze Pack. Und wieder die ersten 4 nehmen wir da. Ja, sehr schön. Karten einlösen. Und jetzt haben wir einen Hocker. Müssten wir eigentlich bekommen haben. Genau. Ja, den können wir auf jeden Fall wohin stellen. Und wir lassen erstmal die Gäste abreisen. Ja. Tschüss, adios, amigos. Macht's gut. Gute Reise. Und hier wird das Zimmer gereinigt. Das Apartment. So, und wir können auch schon die ersten, glaube ich, einchecken lassen. Die ältere Dame kommt hier rein. Dann haben wir hier noch eine etwas jüngere Dame. Die kommt dort rein mit ihrem Anhang. Und die kommt da rein. So, das ist doch schon mal super. Hier können wir Geld abholen. Da gibt's Geld. Hier gibt's Geld. Da wird gewässert. Und die reisen auch ab. So, ja. Übrigens, wenn ihr mal My Sunny Resort spielen möchtet, ihr findet das Ganze, den Link in der Videobeschreibung, in der Anmerkung und in der Infokarte von diesem Let's Play. Und das Ganze ist natürlich kostenlos. Und ja, wir haben jetzt ein paar Wünsche erfüllt. Die ersten Pizzen sind auf jeden Fall rausgegangen. Wir müssen auch mal wieder ein paar Produktionen starten. So, Flipflops, Drachen. Wir könnten mal was Neues. Mitarbeiter schulen. Ja, das machen wir mal. Hier, bestätigen. Sandspielzeug soll hergestellt werden. Pizza haben wir noch zu viel. Was können wir hier noch machen? Da soll, was wird da? Da wird ein Knicklichter. Ja, das ist doch mal cool. Bestätigen für 4.600 Hotel-Dollar, das ist aber ultra viel. Ja, meine Mitarbeiter, die werden jetzt alle geschult. So, hier wird gegossen. Haben wir noch jemanden, der oben? Oh, Moment, hier möchte noch jemand einchecken. Da, die Dame, Unterkunft anbieten. Ja, hier, in den mittleren Bungalow. Hat das geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Habe ich doch richtig gesehen. So, zack, ab, rein mit dir. Da wird wieder ein Bedürfnis erfüllt, da gibt es Pizza. Produkt einlagern, ja, Produkt einlagern, ja, ja, ja. So. Knicklichter! Nee. Hä? Warum? Da stimmt irgendwas nicht, oder? Warum wird hier uns hier Knicklichter angezeigt, obwohl wir... Ah, jetzt Pizza! Aber wir können den Kuchen, die Mitarbeiter schulen für den Kuchen. Ja, das machen wir. So. Und dann können wir schon einiges hier produzieren, neue Sachen. Hier möchte noch jemand abreisen. Ja. Tschüss! Pizza gibt's dort. Dann wird hier... der ältere Herr kommt an das Beach-Volleyballfeld. Und was können wir hier machen? Ein Obstkorb, Pizza... Ja, das ist ja auf Schulung. Achso, jetzt können wir natürlich in der Zeit nicht produzieren, ne? Ja. Das ist natürlich nicht so gut, aber wir gucken jetzt mal, dass wir einen Hocker noch irgendwo reinstellen können. Vielleicht hier. Ja, in den letzten Bungalow, den ich zusammen mit Diana gebaut habe. Sie ist heute nicht dabei, sie war noch letztes Mal dabei, aber heute bin ich wieder ganz für euch da. Und hier gibt es noch einen. Da, der kommt in die Beach Bar. Hotel Dollar einsammeln. Dort gibt's noch Geld, dort gibt's noch Geld. Und da können wir jetzt, glaube ich, auch... Oh, 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 wir machen mal hier ein Upgrade. Jetzt einbauen. Ja. Zack. Und hier auch. Jetzt... Moment, da habe ich falsch geklickt. Hier, jetzt einbauen. Ja. Schulung. Bestätigen. Theresa Seidel Koch. Ja, komm, wird geschult. Alles wird heute geschult. Die ganzen Mitarbeiter werden geschult. Heute ist ein richtiger Schultag. Witz, komm raus, du bist umzingelt. So, hier, Leute. Da wird auch noch. Ja, möchte ich. Möchte ich. Und, können wir hier auch noch ein Upgrade machen? Ja, jetzt einbauen. So viele Upgrades und so viele Schulungen, das gibt's nicht nochmal. So wie heute. Okay, zeige ich dir jetzt ein Video. Worte 20, sammle 6 Freunde Sterne. Ja. So. Produkt einlagern? Ja, Produkt einlagern. Produktion starten. Jetzt können wir mal T-Shirts herstellen. Oh, das ist aber auch eine tolle hier. I Love Beach. Mitarbeiter schulen. Ja, Mitarbeiter werden alle geschult heute. Heute ist ein richtiger Schultag. Okay, hier gibt's Schuhe. Gucken wir doch mal beim Mitarbeitergebäude, ob wir vielleicht noch neue einstellen können. Gärtner haben wir schon. Resort Managerin, Reinigungskraft. Nein, brauchen wir nicht. So. Hier haben wir noch Platz für die Frau hier? Ja, haben wir. Gut. Und dann werden wir jetzt, was werden wir tun? Ich weiß es noch nicht. Ach so, hier ist auf Schulung, okay. Dann gucken wir doch mal bei den Ausbau-Koryphäe. Oh, Ausbau-Koryphäe bin ich jetzt. Das ging aber schnell mit dem Ausbau. Zack.
Da gibt es auch noch was. Wo ist denn eigentlich mein Gärtner? Okay, der hat da unten zu tun. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal zu den Nachbarn und gucken uns da mal ein bisschen um, was da so Neues zu entdecken gibt. Und wir können natürlich auch ein bisschen helfen. Das bringt ja auch uns wieder was. Auch uns wieder was. Oder wir bauen was. Wollen wir was bauen? Komm, wir bauen was, oder? Ja, wir bauen was. Ups. So. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch Platz. Was wollen wir denn bauen? Haben wir noch irgendwas Cooles, was ich noch nicht gebaut habe? Mittlere Bungalow könnten wir bauen. Nein. Strandbedarfnis, Souvenirshop. Hier, den Kunsthandwerkshop können wir auf jeden Fall bauen, wenn ich. Oh, Cocktailbar. Haben wir die denn schon gebaut? Haben wir die Cocktailbar schon gebaut? Nee, oder? Ja, wir bauen eine Cocktailbar. Woohoo! Yeah, hier ist sie. So, 40 Muscheln. Wow, das ist ganz schön teuer. Aber wir kaufen sie. Zack. Und jetzt wird die Cocktailbar. Direkt neben die Strandbar. Das ist doch perfekt. Ja, meine Cocktailbar wird gebaut. Und hier können wir mal noch einen Sandweg hinmachen. Zack. Und dort. Und, ja, wir gehen zu Nachbarn, würde ich vorschlagen. Oder wir können mal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwas. Blumenfreund, habe 5 Orchideenbeet rosa. Oh, da können wir nochmal nachgucken. Dann können wir nämlich die Quest erfüllen, dann kriegen wir auch wieder Geld dafür, oder? Das müssen wir, glaube ich, müsste das denn irgendwo. Hier, ja. Und wir haben sogar noch gut Geld. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut? Hier. Haben wir noch Platz? Habe ich das hingebaut? Nee, habe ich nicht. Da ist noch Platz. Ja, und jetzt müssen wir die Quest erfüllt haben. Blumenfreund! Woohoo! Yes! Cool. Hier sind die Erweiterungen auch in der Zwischenzeit abgeschlossen. Der Mitarbeiter ist noch auf der Schulung. Ja, geht richtig ab heute hier bei My Sun Resort, würde ich sagen. Hier wird auch noch ein Bedürfnis erfüllt. Wann kommen denn die nächsten Gäste? In 2 Minuten. Level 30. Okay, das ist auch. Oh, aber guck mal, wir sind kurz vor Level 22. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir gehen zu Nachbarn in der Hoffnung, dass wir es vielleicht noch schaffen, heute ein Level Up zu bekommen oder Level abzukommen. Ja. Level aufzusteigen, sagen wir es lieber so auf Deutsch, dann verstehen das auch alle. Und ich weiß auch, wie man es ausspricht. Gut. So, noch zwei jetzt, ne? Eine Resort-Aufgabe haben wir noch zu führen. Hier die eine Palme, die möchte gegossen werden. Zack. Und weiter geht's zu Magic Mika. Was können wir da bei ihm tun? Pflanzen gießen? Palmen? Das sieht toll aus hier, finde ich. So am Strand direkt diese Palmenpromenade oder wie man das nennt. Ich glaube, so nennt man das, oder? Nennt man das so? Keine Ahnung. Hier wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen unter die Arme gegriffen im Resort. Da hinten. Ja, und weiter geht's zu XOXO Michi Maus. Ein Level Up schon wieder. Das geht richtig ab. Guckt euch das an. Oh, jetzt muss ich gleich was bauen. Also, du bist von Level 21 auf 22 aufgestiegen. Was gibt's Neues? Kunsthandwerkshop. Yeah. Couch einfach. Geschwungene Mauern mit Kugeln. Das sieht toll aus. Rosenbögen. Oh, wie romantisch. Barhocker, Neoklassik und was haben wir noch? Teppich Neoklassik, Bücherregal, Ägypten und Fernseher, Art Deko, Kaktus Art Deko. Okay, und 3000 gab das. Ja, wir helfen dir jetzt erstmal. Ich möchte noch die eine Quest erfüllen, dass wir, glaube ich, 3 Freundschaftssterne, 6 Freundschaftssterne. Irgendwie gibt es doch da so eine Quest, die ich jetzt gerade nicht sehen kann. Aber da auf jeden Fall bis der erste. Karten. Oh, hier. Wähle eine Karte aus, die du und deine Freundin geschenkt bekommen. Ich möchte Breitblatt-Teil. Ja, das möchte ich. So. Hier geht's weiter. Zack. Zack, 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 zack. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Sarah 9463. Inselkunst! Ich habe gehört, dass die Bewohner dieser Insel überragende Kunsthandwerker sein sollen. Wo kann ich diese Kunstwerke kaufen? Habe einen Kunsthandwerkshop. Ja, ich werde wahrscheinlich zu wenig Geld haben für den Kunsthandwerkshop, nehme ich mal an, weil ich eben so viel Geld davor ausgegeben habe. Da müssen wir das, glaube ich, nächstes Mal machen. Ich habe sehr gut geholfen. Wenn ich jetzt da drauf gehe, was passiert da? Nichts. Okay, wie komme ich denn zurück zu meinem Resort? Wie komme ich denn zurück? Da? Ah, ich bin ja schon bei mir, oder? Nee, ich bin nicht bei mir. Bin ich bei mir? Nein, das ist nicht mein Resort. Hotel Resort verlassen. Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum, dass jetzt nicht dieses Fenster eben kam, das sonst auch immer kommt, aber gut. Kann auch mal passieren. Sasi 100, ja, das ist sie hier. Oder er. Ich weiß es nicht. Sasi könnte sie sein, ne? Ja. Wegen sie, Sasi. 100 OP. OP, ja. Decke eine Karte auf, die in der Mitte.
So, Couch einfach Teil 2. Fenster schließen. Jetzt gehen wir zurück in mein Resort und gucken mal, was da so abgeht. Hier gibt's Donuts. Hier haben wir schon den nächsten Gast, der einchecken möchte. Ja, der aber nicht hier rein will. Komm, auf, rein mit dir. Geh ab. So, und der kommt hier hin. Ui, so viele Bedürfnisse. Guckt euch das mal an. Hier gibt's noch was zu essen. Zack. Dann gibt's hier noch ein Bedürfnis. Da gibt's einen Donut. Da gibt's ein Bedürfnis. Hui, also hier geht's heute richtig rund. Richtig rund läuft's hier. Ja, das gibt's echt nicht nochmal. So, dann gibt's hier noch was zu essen. Zack, für dich. Da gibt's einen Schwimmreifen, einen Volleyball. Und hier wird auch mal was Neues produziert. Und zwar stellen wir jetzt mal den Schwimmring her. 5 Stück. Ja, das machen wir. Und hier können wir, glaube ich, auch noch was herstellen. Auch nochmal vielleicht, oder hier. Oh, Mitarbeiterschulen, ja, Mitarbeiterschulen. Bestätigen. Ja, Schulungsexperte bin ich jetzt. Juhu! Dann haben sich doch meine Schulungen gelohnt. So, gucken wir mal. Wie viel kostet dieser Kunsthandwerkshop? Der ist ziemlich teuer, ne? Aber hätte ich das hier nicht ab Level... Achso, ich bin Level 22. Nee, Level 23. 22. Ja, jetzt habe ich es. Okay. Bücherregal Ägypten. Der Kaktus, der gefällt mir super. Den Kunsthandwerk-Shop können wir, glaube ich, noch nicht kaufen. Nein, das ist unmöglich. Souvenirshop, wo ist er denn? Ach, hier. 26.000. Ja, da sind wir noch ein bisschen weit entfernt von. Aber wir könnten probieren... Wollen wir mal noch einen mittleren Bungalow kaufen? Wollen wir das machen? Mittleren Bungalow? Oh, nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ich spare jetzt erstmal das Geld und hoffe, dass ich dann nächstes Mal vielleicht wirklich das Kunsthandwerk, den Kunsthandwerkshop bauen kann. Und können wir noch was erfüllen? Sagen wir jetzt, nee, jetzt können wir gerade nichts erfüllen, außer Pflanzen gießen. Das ist wichtig, Pflanzen gießen. Denkt immer dran, besonders wenn es warm draußen ist. Ja, hier in meinem Resort, das ist immer echt warm. Damit der Gärtner gleich nichts mehr zu tun hat, mache ich das mal selbst hier mit dem Bewässern. Zack. Ja, 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 ja. Vielleicht wird er dann günstiger, wenn ich ihm helfe. Okay, so. Fertig. Okay, das haben wir. Ja. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Und meine Mitarbeiter sind jetzt alle geschult, denn ich bin Schulungsexperte. Und probiert das Ganze doch mal aus. Wie gesagt, ihr findet den Link in der Videobeschreibung, in der Anmerkung und in der Infokarte von diesem Let's Play-Video. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss, eure Miri.